herzlich willkommen zu den Immo 7 News am Ende dieser spannenden Woche. Und das sind die interessantesten Meldungen zum Wochenausgang. Die Wohnpolitik nach der Wahl und Gesundheit am Bahnhof ist endlich angekommen. Zum Arzt am Bahnhof. Was ungewöhnlich klingt, setzt ÖBB Immobilien aktuell um. Denn an österreichischen Bahnhöfen soll eine Vielzahl an Primärversorgungszentren entstehen. Stefan Bosch hat recherchiert. Am Gleis 1 des Wiener Westbahnhofes ist seit einiger Zeit die Gesundheit am Zug. Das ÖBB-Projekt Gesundheit am Bahnhof nimmt jetzt Fahrt auf. Tatsächlich hatten die ÖBB schon vor über einem Jahrzehnt den jetzt eingetretenen Ärztemangel erkannt und bereiteten seither den Ausbau dafür geeigneter Bahnhöfe zu Gesundheitszentren vor. Zwei Primärversorgungszentren, jenes am Wiener Westbahnhof und demnächst ein weiteres in Mürzzuschlag, sind bereits fixiert. Das ist aber erst der Anfang. In einem internen Papier der ÖBB wurden einige Dutzend mögliche Standorte für die Schaffung von Gesundheitsinfrastruktur auf den Bahnhöfen analysiert. Und der Wille, das weiter voranzutreiben, ist vorhanden. Was blüht der Immobilienwirtschaft mit einer neuen Regierung? Immo 7 News hat sich die Parteiprogramme angeschaut, um herauszufinden, was die Parteien jetzt beim Thema Wohnbau umsetzen wollen. Das Thema Wohnen ist aktuell eines der heißesten am politischen Spielfeld und mit der Leistbarkeit haben sich vor der Wahl alle Parteienstrategen beschäftigt. Doch die Lösungswege unterscheiden sich doch deutlich. Die ÖVP legt ihren Fokus klar auf die Eigentumsbildung. Mit staatlich gesicherten Wohnbaukrediten und dem Wegfall von Steuern und Gebühren für das erste Eigenheim möchte sie den Erwerb von Wohneigentum erleichtern. Mietregelungen hingegen spielen im Programm der Volkspartei nur eine untergeordnete Rolle. Die SPÖ setzt sich hingegen für die Entlastung von Mietern ein. Ihre Mietpreisbremse soll bis 2026 Preissteigerungen stoppen. Außerdem plant sie, die jüngsten Mietpreiserhöhungen zurückzunehmen und eine Zinsobergrenze bei Wohnbaukrediten einzuführen. Die FPÖ will vor allem jungen Familien unter die Arme greifen. Ihr Konzept sieht spezielle Starterwohnungen vor, deren Kosten mit der Kinderzahl sinken. Verpflichtende Maßnahmen wie einen Sanierungszwang oder eine Leerstandsabgabe lehnt sie strikt ab. Die Grünen fordern stärkeren Mieterschutz, gesetzlich festgelegte Höchstmieten und strengere Regeln für befristete Verträge sollen Mieter mehr Sicherheit bieten. Außerdem soll mehr in den gemeinnützigen Wohnbau investiert werden. Die NEOS möchten ebenfalls den Erwerb von Wohneigentum erleichtern. Sie setzen auf Steuererleichterungen für Erstkäufer und flexiblere Mietkaufmodelle. Zudem soll das Mietrecht reformiert werden, um mehr Angebot am Markt zu schaffen. Beim Thema Wohnen haben die Parteien unterschiedliche Konzepte, welches sich in einem Regierungsprogramm durchsetzt, bleibt abzuwarten. Und das waren Sie auch schon wieder, die Immo 7 News dieser Woche. Aber bitte, bleiben Sie noch dran, denn jetzt kommt nochmals ich mit. Rodler Simmerflock. Nächste Woche ist es wieder soweit. Die internationale Immobilienbranche trifft sich in München zur Expo-Real. Die Ausgangssituation ist keine einfache. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten, die hohen Zinsen und die steigenden Baukosten setzen den Markt unter Druck. Doch gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wer strategisch denkt und langfristige Perspektiven entwickeln kann, dem gehört die Zukunft. Und so sehen auch einige Branchenvertreter die aktuelle Lage nicht nur als Herausforderung, sondern tatsächlich als Chance, um die bestehenden Geschäftsmodelle neu aufzustellen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Was bedeutet das konkret? Der Fokus liegt dieses Jahr auf resiliente Geschäftsmodelle, mehr Flexibilität in der Projektentwicklung, smarte Finanzierungsmodelle und ein verstärkter Blick auf rentable Nischenmärkte.
Das sind aber nur einige der Ansätze, die im Raum stehen. Ein weiteres zentrales Thema in München ist die Digitalisierung. In vielen Bereichen hat die Immobilienbranche hier noch Nachholbedarf. Die digitale Transformation bietet ja enorme Chancen, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und gleichzeitig die Transparenz zu erhöhen. Gerade in Österreich ein Riesenthema. Und dann natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Von Green Buildings über nachhaltige Stadtentwicklung bis hin zur Nachrüstung von Bestandsimmobilien. Die Herausforderungen sind enorm. Auf der Expo Real wird es dazu viele spannende Ansätze und Lösungen zu sehen geben. Die Messe wird also zeigen, wohin die Reise geht und neue Impulse auch für die österreichische Immobilienbranche. Wir werden die Veranstaltung genau verfolgen und Ihnen natürlich die wichtigsten Erkenntnisse und Highlights präsentieren. Bleiben Sie also dran und bleiben Sie gespannt. Verpassen Sie nicht den nächsten Immo-Vlog direkt von der Expo Real. Und das war Gerd Rodler, wie immer, fast live aus dem Twin Tower.